verdammte Scheißmücke, Digga. Wo kommt die Kacke her? Ich komm von hinten, beide stehen, bleiben stehen. Was machen Sie denn da drin? Was ich mache? Ja. Ich mache halt gerade Bauarbeiten. Bauarbeiten? Sorry, ich habe gerade nichts verstanden, hier war gerade ein sehr lautes Auto. Ich bin ein normaler Bauarbeiter, der hier gerade hämmert. Sind Sie alleine? Ja, ja, ich bin alleine. Okay, okay. Ich auch. Wollen wir uns die Beute teilen? Gehen wir die Beute teilen? Ja. Warum stehe ich hier? Ich krieg die eine Hälfte von der Geisel, du die andere. Perfekt, dann werde ich jetzt einsteigen. Nicht zu. Ich will die Geisel nicht töten. So, die Geisel ist auf dem Beifahrersitz. Man sieht sich, Herr Peralta. Warum haben Sie nicht weiter hingehalten? Mal klicken, kommt er sofort. Ah, das ist eine Kacke hier. Können hier hingefahren sein. Da ist der Motorradfahrer. Hinterher. Da. Stehen bleiben! Oder wir schießen auf die Reifen. Wie fahren Sie denn? Hey, was denn? Ich war doch gerade auf. Ah. Verdammte Hacke, Peralta. Ne, wir quetschen uns durch. Verdammte Scheiße. Junge, absoluter Vollheld bist du, Alter. Ach, Scheiße, Mann. Ja, Scheiße, Mann, ja. Hör mich gerade, ja, sagen, ja, ist so. Ich sah aus wie Bratwurst. Und ich sehe aus wie ein stabiles, leckeres Häffchen. Ah, Schmerz, lass nach. Schmerz. Oh, einen wunderschönen Day. Ah, Chief. Oh. Ja, einen wunderschönen Chief. Oh, Mahlzeit. Schmerzen, Schmerzen. Schmerzen, Schmerzen. Was ist denn hier los? Ah, den Joint kannst du wegpacken. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, Handschellen anlegen. Alter, was ist denn das? Hilfe. Sorry. Sehen Sie sich bitte mal aus, legen Sie Ihre Kleidung hier links auf den Tisch. Ja, gleich machen. Und dann einmal bitte da oben drauflegen. Okay. Na. Ja. Ah, verdammt. Bitte, Commander. Die Ampel ist einfach umgefallen. Ja, was soll man machen, ne? Was zum verkackten Teufel ist das denn jetzt, Alter? Eddie. Oh, S***te. Oh, Doc. Was haben Sie denn schon wieder gemacht? Ach, was, das ist jetzt aber eine gute Frage. Ich war im Auto. Und dann war ich auf einmal nicht mehr im Auto. Walla, Krise. Herr Descartes, können Sie sich mit dem Ganzen identifizieren? Ja, das kann ich. Gut. Dann warten Sie doch einmal bitte vor der Tür, dann werden Sie gleich Ihre Einstellung bekommen. Ja, gerne. Ja? Ich muss mit den Herrschaften noch weitersprechen. Verdammte Scheiße. Ja. Also, dieser Stuhl ist ja absolut genial manchmal. Xylophon spiele ich auch gerne mal in meiner Freizeit. Ja, das habe ich ja schon gemacht, aber das bringt nichts. Nein, er spielt gerne Xylophon in seiner Freizeit, aber das bringt nichts. Weil ich bin kein Xylophonass. Fischen kann ich auch nur empfehlen. Hallo? Ja, ich mag aber keinen Fisch. Davon wird mir immer schlecht. Dann muss man einfach Gott ankacken. Ah, ne, bringt auch nichts. Ich versuche mich mal eben unterm Tisch zu verstecken. Streife 3 fährt bitte zum Einsatz. Eine Sperrzone errichtet. So, Bambi, auf Ihr Zeichen. Bitte geben Sie einmal durch, die Herrschaften sollen innerhalb der nächsten 2 Minuten mit erhobenen Händen rauskommen, sonst stürmen wir den Laden. Ist ja sozusagen eingefangen. Ja. Das würde ich vorschlagen. Ja, können wir gerne machen. Das, wenn wir alle auf einen Haufen laufen. Gut, das, dann machen wir 2-2. Wir laufen, wir laufen mit 4 Leuten rein. Wenn Sie der Geisel was tun, werden Sie sterben. Wenn Sie der Geisel was tun, haben Sie ein Problem. So, Kollegen, wir gehen langsam zurück. Wir können nicht das Leben der Geisel riskieren. Was
Wir gehen wieder raus. Wir gehen wieder raus. Hallo. Bringt wohl was. Also der hat keine letzten Mucke zu gucken mehr. Ja, ich mein's nicht böse. Hm? Wenn du dem Hinterkopf schießt, dann sieht das ja nicht kommen. Richtig. Ja. Problematisch wird's nur von vorne. Was fordert er? Lauf mal brach. Sie glauben das? Aus welchem Grund? Ich hab die drin reden gehört. Was haben die gesagt? Ja, er hat nur geredet. Was hat er denn gesagt? Ja, die haben, ich hab nur gehört, wie sie das gesprochen haben, aber was genau die gesagt haben, keine Ahnung. Nee, das hilft uns leider nicht. Von hinten gibt's direkt einen Kopfschuss. Von hinten gibt's direkt einen Kopfschuss. Sie bleiben ruhig, sonst haben sie nichts gewonnen. Wenn sie die Geisel töten, haben sie gar nichts davon. Sie bleiben ruhig. Wenn sie die Geisel töten, haben sie nichts, haben kein Geld, haben nichts. Nada, niente. Bleiben sie ganz ruhig. Was wollen sie denn überhaupt? Ein Abzug. Ich will hier weg. Die wollen hier weg. Okay. Runter, doch, runter. Der Kollege, runter. Runter und ich bitte wieder. Hilfe, Mann. Hab ihn. Ach du Scheiße. Machen Sie den denn fertig? Ich nehme ihn fest. Es ist wieder Hackfresse Hartmann. Wenn nicht bei uns auf dem Server ist, kommt alle ran. Ja. Erstens kommt alle ran. Zweitens, checkt mein YouTube-Video aus, dann kriegt ihr den OnlyFans-Link. So ein Ding ist das. Ja, wie gesagt, nächste Woche Freitag, 24-Stunden-Stream. Das wird nice. Ja, also wie gesagt, nächste Woche Freitag machen wir, glaube ich, einen 24er. Nächste Woche Freitag, ja. Ich weiß auch nicht, was wir alles spielen, was wir alles machen. Also GTA-IP ist klar. Warzone ist klar. Ach so, VR-Brille. Wir machen VR-Brille. Junge, das wird fetzig, Alter. VR-Brille machen wir. Das wird anders wild. Wir spielen auf jeden Fall kein Resident Evil. Da kommt mir nicht in die Tüte. Das mache ich nicht. Weil dann, war es das auch mit dem 24er, weil ich wahrscheinlich irgendwo gegenrenne. Wenn so ein kopfloses Zombie hinterher rennt und um die Ecke ist dann noch eins. Und dann ist ganz vorbei für mich. Oh mein Gott. Ich sterbe nur mit einer Tanke. Ja, fick dich, Alter. Da bietet die Grove ein bisschen Sachen. Ja. Sterbe nur mit einer Tanke. Ja, fick dich, Alter. Wer ist das, General? Weißt du, General hat mir gerade was geschickt. Und es ist so geil, ne? Es ist so geil. General, darf ich? Es gibt so abgefuckte Wichser, Alter. Die haben dann General geschrieben gerade. Du abgefuckter Motherfucker, Alter. Ich bin nicht, also schade, ich hab dich scheinbar gebannt bei mir im Stream. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich selber gelesen. Beast-Slayer923 schreibt an General: Black Hammer Play ist ein Hut, genauso wie seine Frau. Also, du scheinst ja echt einen kleinen Penis zu haben, Digga. Du scheinst ja echt einen verdammt kleinen Penis zu haben. Wer auch immer du bist, Digga, geh mal irgendwelche Eier lutschen. Ehrlich. Einfach Much. Einfach derbe unnötig. Komm einfach zu der Tür und sag mir das ins Gesicht. Und dann reden wir mal. Dann gibst du einen Black Hammer ins Gesicht. Das ist einfach so unnötig, auf irgendwelche Ausrichtungen zu gehen, auf Hautfarbe zu gehen, auf Familie zu gehen. Digga, also wir sind ja hier, um Unterhaltung zu machen. Wir streamen, um Unterhaltung zu machen. Wir streamen, um Spaß mit den Leuten zu haben. Wir streamen, weil wir gerne mit der Community uns unterhalten. Wir haben Spaß an sowas. Dann hast du immer so Vollpfosten, die irgend so eine Kacke machen. Einfach so derbe unnötig. Einfach so derbe unnötig. Oh, Shaji. Sag mal, möchtest du ein Spiel spielen?